Fliege ich hier gerade von alleine oder? Okay, das. Ich fliege hier quasi von alleine gerade runter. Oh Gott. Ach du Kacke, wo bin ich denn hier gelandet? Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde ein Turm, es, da sind doch gerade zwei Copernicus reingefallen. Vielleicht nehmen wir den. Haha! Okay, gut, wir gehen einfach mal weiter. Da ist sie. Oh, ich sehe nicht, da. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. GLaDOS, du bist echt ein Vogel. Du warst schon immer ein bisschen... Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste, deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Tja, GLaDOS. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ach, Testkammer 19 war das. Also, die hat sich irgendwie... Ah ja, stimmt, da war ja der Aufzug nach drüben. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt, dann ging es ja hier rüber. Da war hier der Schalter, genau. Dann ging es hier um die Kurve. Dann kam man hier raus und dann ging es da in die Verbrennungsding. Naja, genau. Langsam kommt die Erinnerung zurück. Haha. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Okay, hier fliegt alles möglich durch den Aufzugsschacht. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote Arten vielleicht. Ja, ja, GLaDOS. Du hast echt einen Vogel. Aber das ist ja nichts Neues. Übrigens, Leute, ich kann euch versichern, Minecraft wird bald wieder kommen. Ich habe noch ein paar alte Folgen von Let's Play Together Staffel 1 gefunden, ja. Die ich noch nicht hochgeladen habe, der kann meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich die werde ich auf jeden Fall. Danke übrigens. Sarkasmus selbst bald. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Tödlicher Laser, wo? Okay, scheinbar. So. Ah, I see. Okay. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Oh, da fängt wieder alles durch. Doch du solltest Errungenschaft freigeschaltet, Hitze wählen, okay. Noch so viele Tests. Es regnet scheinbar Errungenschaften, Leute. Gut. Aperture Laboratories. This was a triumph. Making a note here. Huge success. Ach ja, Leute, ich liebe dieses Lied. Also wer das Lied nicht mag, ich weiß nicht. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Was mache ich, wenn ich durchlaufe? Ah, okay, 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 okay. Das sind weh. Ja, ja.
Das Wheatley. Okay Leute, was habe ich durch diesen Buttondruck jetzt? Achso, ich lasse sie quasi einfach immer nur wieder einen neuen Cube spawnen, oder wie? Okay. Okay, das sind neue Cubes. Und was muss ich damit jetzt machen? Hahaha. Ah. Okay, das ist natürlich mal geil. Ah, okay. Ich muss gerade überlegen, Leute. So, wir machen das einfach mal so. Dann setze ich mir... kann ich hier irgendwo ein Portal setzen? Haha, wusste ich's doch. Gut gemacht. Hier ist okay. Dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das hast du nicht einmal. Ja, GLaDOS, ich bin ein schrecklicher Mensch. Danke und wieder Ladezeiten. Echt schade, dass man hier wirklich bei jedem zweiten Level Ladezeiten einbaut. Oder bei jedem Level eigentlich. Hätte man, glaube ich, ändern können. Aber, naja. Wenn sie nicht wollen, kann man nichts machen. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut... Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Also GLaDOS, Mensch. Du musst doch nicht gleich so hart zu dir sein. Woher wir dich getötet haben. So, ich liebe es immer noch, die Kameras hier runter zu schießen. Okay. Okay, gut. Gratuliere, nicht zum Test. Okay. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar. Wie soll das gehen? Habe ich die Bettdecke gefressen oder wie? Wir wollen es nicht wissen, Leute. ja. So, und dann geht's hier wieder raus, obwohl das ein Kurzfilm. Moment. Moment. Nee, ich gehe weiter. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade zerstörst. Oh ja. Yeah. Okay. Okay. Ein Cube. Okay. Kann ich mit dem Cube hier? Ahahaha. Nein. Alter. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Also GLaDOS, ich... Ja, was kommt denn da alles runtergeflogen? Also die Aufzüge sind echt ziemlich schnell, muss man sagen. Im Aperture Laboratory oder in den, im Enrichment Center.
Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Heißt es Aperture Science jetzt? Aperture Laboratories oder Enrichment Center? Würde mich mal interessieren, Leute. Also, wenn hier ein Portal Freak unter den Zuschauern ist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt interessieren. Ja. Okay, so geht's auch, GLaDOS. Ach du Scheiße. Dieser Test umfasst die eines Katapultplattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Aha. Ich bin so ein Profi, Leute. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessant. Also ich glaube, die Technik dafür war teurer, als wenn ihr jedes Mal neue Luft reinpumpen würdet, aber... Gut, GLaDOS, wenn du meinst. Naja. Also der Humor hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft. Test Nummer 6 von 22, okay. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Alleine. Okay. Ja, doll. Hätte man mir das mal früher gesagt. Ja, komm, stirb. Oh Mann. Also ich müsste ganz schnell zwei Portale setzen. Ja. Was gibt es danke, im Katapultplattform. Test. Oh, ja, ja. Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Tja, GLaDOS ist doch ganz alleine dran schuld. Wenn du damals nicht so scheiße zu mir gewesen wärst, hätte ich dich vielleicht am Leben gelassen, ja? So, also nochmal das Ganze. Und schupp. Okay. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll. Nur stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Wie geil ist das denn? Okay. Kann ich mir theoretisch zwei Cubes holen? Ah ne, dann verschwindet der eine, okay. Haben sie... Naja, hätte man besser regeln können. Aber na gut. Ja, er ist die...